Hallo und herzlich willkommen zurück auf Shadow 3 zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ja, Stolos Doppelcharm. Das ist, ja, wir machen es einfach. Ich habe gerade ein bisschen Staub für Granbull ausgegeben, weil ich dachte, ich brauche nochmal einen zweiten Charmer für Hyperliga. Da dachte ich, nimmst du den? Tromborg. Na gut, mal gucken. Stolos habe ich lange nicht gespielt. Früher habe ich den immer gespielt. Daher gehörte der so zu meinen, also mein Team rein irgendwie. Da habe ich den immer mit Giratina und Sumpex gespielt. Aber jetzt habe ich den ganz lange nicht gespielt und dachte mir gerade, den könntest du ja auch mal wieder spielen. So, ich weiß nicht, was der Gegner hier macht. Komm, ich wechsle mal. Die Server machen aber auch. Fangen wir mal Attacke ab. Das ist doch schön. Ja, drauf haben tut er ja was. Der macht ja ordentlich mit Stein. Macht er ja schon auch soliden Schaden, der Gute. So, so ist es nicht. So, der Gegner gibt auch so. Nächster Kampf gewonnen. Perfekt, wundervoll. So. Das war natürlich gut. Interessant, dass der Gegner nicht geschildert hat. Das hat er sich, glaube ich, auch anders vorgestellt. Naja, gut. Wobei dem wahrscheinlich schon ziemlich offensichtlich war, dass man den hätte schilden sollen. Naja, das ist ein solider Lead. Das ist richtig gut. Das ist Bombe. Das mögen wir. Das mögen wir eher weniger. Ich wollte doch wechseln. Das war klar. Ja, das ist halt. So, was soll ich da machen, ne? So, den ersten lassen wir durch, aber der hat halt jetzt zwei Back-to-Back, ne? So, das ist jetzt halt. Hätte ich vielleicht in Dings gehen sollen, ne? In Pixie hätte ich gehen sollen. Wobei der ja auch XL ist, der Snubbull. 30 XLs habe ich. Also jetzt nicht Ultra XL, aber halt 30 XLs habe ich da jetzt reingesteckt. Aber mein Pixie ist halt so ein bisschen mehr XLs sind in Pixie schon drin. So, natürlich schildert er auch. Aber ist ja klar, kriegst du einen guten Lead und dann. So, das nimmt mich jetzt halt raus, ne? Was soll ich da machen? Also, ist halt over. So, jetzt fahren wir hier runter. Kassieren noch einen Steinhagel oder zwei. Ja, das ist keine gute Situation hier. So, aber dann wird er uns wahrscheinlich ja sein letztes Pokémon zeigen, oder? Komm schon, komm nicht noch zu einem Move. Gut. So, dann kommt der Gegner rein mit Valrhyser. Gut, jetzt der Schild. Wenn wir jetzt Schild kriegen, ist gut. Jetzt Schild ist wäre gut, wäre gut, wäre gut. Komm schon. Perfekt. Dann jetzt noch einsetzen. Ja, was macht er? Runterfarmen und dann müssten wir das haben. Ansonsten farme ich den runter und dann den müsste ich aber gewinnen, glaube ich. So, jetzt fahren wir hier erstmal runter. Da kommt ein Video von Daniel. So, gewinnen wir Gleichstand? Ja, okay. Aber jetzt weiß nicht, ob er den noch überlebt. Weiß ich nicht. Mal gucken. Nee, tut er überhaupt nicht. Das ist ja gut. Haben wir nochmal gerettet. Bei Riser ist natürlich gut, dass der jetzt drin war. Und wir haben drei Siege. Das ist natürlich gut. Neuer Gegner, neues Glück vielleicht. Bleibt es ja dabei. So, Stolos in Glurak. Das ist natürlich auch ganz gut. Das sehen wir auf jeden Fall auch ganz gerne. Warum kommen denn jetzt die ganze Zeit. Gut. Er wechselt, ich wechsle. Ich gehe mal für Granbull-Action, ne? Lassen wir den mal durch. Das ist bestimmt Antikkraft, oder? Na klar.
Aber es macht nicht viel gut. Ich weiß nicht, warum das nicht viel macht. Auf Dings macht das auch nicht viel. So, ich schild jetzt hier aber einmal und farm hier runter. Dann habe ich noch ein bisschen, ein bisschen Leben noch übrig. Und kann noch ein bisschen Charm-Damage machen. So, ich setze hier auch nicht ein. Wunderbar. Der ist runtergefarmt. Und ein Togekiss. Ja, das haben wir gefunden. So, das sieht gut aus. Stolos gefällt mir. Stolos macht hier richtig Action. Das ist natürlich jetzt hier super. Aber schilden jetzt hier. Wenn er überhaupt zum Move kommt, tut er aber nicht. Gut. Nächster Kampf gewonnen. Wunderbar. Nee, Stolos gefällt mir. Stolos macht Spaß, definitiv. Stolos ist ein definitiv ein solides Pokémon. Das kann man nicht anders sagen. Also Stolos ist hier definitiv sehr strong. Das kannst du nicht anders sagen. X-Bud. Aber wir kriegen hier aber auch nur gute Leads gerade, ne? Ah, Niantic ist hier mal wieder heute. Cresselia, was mache ich denn da? Und da spiele ich immer mal wieder mit Konfusion. Das ist natürlich nicht gut. So, was machen wir? Ich glaube, den ersten lassen wir mal durch. Oder? Lass Mondgewalt. So, jetzt bitte keine Verteidigungssenkung. So, jetzt hoffe ich mal, dass er auch nicht schildet. Er schildert nicht gut. Dann machen wir jetzt. Bitte lass mich dich runterfahren. Okay, gut. Er kann jetzt leider schön runterfahren. So, ich gehe hier natürlich wieder in. Und ich gehe auch direkt auf Steinkante. Wie viel macht das? Ach, müssen wir kriegen ein Schild, okay. So. Spukball hat der Kollege. Frage, wie viel macht das? Oh, er geht auf Giftzange. Ist er dann. Ist jetzt verkackt, ne? Aber das kriege ich vielleicht auch runtergefarmt. Je nachdem, ob Shadow Ball jetzt halt rausnimmt, ne? Oder ob er überhaupt Shadow Ball hat. Aber X-Bud kostet nichts für Doppelte. Da ist der Shadow Ball. Auch das tanken wir ja locker flockig. Und dann hier. So stark. Also richtig stark. Gefällt mir richtig gut hier das Team. Also das, so jetzt dieses Siegkämpfer hat das doch jetzt hier komplett überzeugt. Also. Granbull wird hier auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal hier auf dem Hyperliga sein. Das ist definitiv. Hat mich jetzt ordentlich. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Staub sammeln. Aber so, es ist ja da zum Ausgeben und ja. Das, ja. Sieht doch hier und. Da gibt der Gegner auf. Wir haben hier ein 5 zu 0. Das ist doch richtig cool. Beutel voll. Es ist. Was schicken wir denn wir schicken ein paar Pokebälle weg. Und dann noch ein paar Hypertränke. Ey, jetzt kommen hier die ganze Zeit so Videos rein. So. Und wir kriegen einen. Komm, erstmal. Ey, es ist wirklich. Es ist nur Kacke in der Pokémon-Belohnung, ne? Passiert nicht viel. Steiß nicht auf, steiß nicht ab. Und taucht ja was? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Naja, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.